Hallo Landsleiter. Ich freue mich heute wieder da zu sein. Die nachdenklichen Worte wieder von der Cindy. Ich hatte wieder Gänsehaut, mir schüttelt's da. Weil die Worte sind auf dem Punkt. So wird es uns gehen, wenn wir nie alle erwachen. Und wenn wir die, die noch nie erwacht sind, nie langsam wachrütteln. Jeder von uns ist in der Pflicht. Ich versuche das überall nochmal zu verdeutlichen. Jeder von uns gehört dazu. Jeder von uns hat die Möglichkeiten. Ja? Wir leisten Widerstand, wir laufen. Aber es macht sich auch Frust breit bei allen, die laufen. Weil die Zeichen werden einfach oben nicht gehört oder ignoriert. Und deswegen wird es immer wichtiger, und das ist das, was der Thomas, was der Marco ist, was ganz viele jetzt, die sich dazugesellt haben zu dem Orga-Team, jetzt bewusst angreifen, und das heißt lösungsorientierter Widerstand. Lösungen müssen her. Und da ist es wichtig, dass jeder Einzelne von uns ja, sich selber fragt, was kann ich dazu tun? Und ich denke, dass wir natürlich alles gewaltfrei, friedlich und natürlich legal, aber doch über viele Möglichkeiten mal nachdenken, wo wir als Bürger auf jeden Fall die Möglichkeit haben, Nadelstiche zu setzen und vielleicht auch mal die Leute zu kratzen, die es eigentlich jeden Tag in der Hand haben, den Wahnsinn hier ein Ende zu machen. Und ich rede da von der Wirtschaft. Ich rede da von der Presse. Ja, ich rede da von einer Frau Springer. Ja, die ist besser bekannt unter Bild-Zeitung, Bild für deine Meinung, Bild am Sonntag, Brigitte und. Also das ist eigentlich die schlimmste Meinungstreiberin und die schlimmste Hetzerin in Deutschland, übrigens die beste Freundin von der Angela Merkel. Und das ist eine Tatsache, das ist nicht gelogen, die Frauen sind schon viele Jahre fest befreundet und dazu gesellt sich die Familie Mohn, besser bekannt unter Bertelsmann. Und die Familie Mohn, der Bertelsmann Verlag, ist die andere Hälfte der Medien und der Propaganda, der Hetze. Dieser Bertelsmann Verlag hat alle anderen Zeitschriften unter sich. Ja, also das ist eigentlich ein Riesenkonzern, es sind die mächtigsten Menschen in Deutschland. Also keine Politik, kein Politiker, niemand ist so mächtig wie Familie Mohn und die Familie Springer. Weil die allen Menschen ihre Meinung diktieren. Ja, die impfen jeden. Und da ist meine Frage, wie kann man da ansetzen? Meine Meinung und das, was ich selber jetzt lebe, mit meiner Frau zusammen, wir boykottieren jede Art von Zeitschrift. Keine Bildzeitung mehr, keine Morgenpost mehr, freie Presse, nur noch zum Hintern abwischen. Ich muss es dir ehrlich sagen, die vielen Lügen, also wenn ich freie Presse und Widerruf mehrere Wochen hintereinander in einem Satz sagen muss, der Thomas hat sich beschwert, ich habe mich beschwert und zum Glück viele Menschen, nicht nur von euch hier, sondern auch vom Stolberger Markt. Also es war ein mega Shitstorm nach der Aussage also diese Woche Dienstag. Und dafür muss ich mich bedanken. So geht Widerstand. Das ist aktiver Widerstand. Wir lassen uns nichts mehr gefallen und da müssen wir hin. Das nächste, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, ist, wie können wir mehr Menschen erreichen? Viel läuft über Facebook. Niederdorf hat es vorgemacht schon und hat schon eine Webseite, die ist leider momentan nicht verfügbar. Ja, ich weiß nicht, was da für Schwierigkeiten gibt. Auf jeden Fall haben wir die Idee aufgegriffen und haben jetzt dasselbe in Stolberg gemacht und zwar unter www.stolberg-patrioten.de. Jeder kann sich dort informieren, wer nicht bei Facebook sein muss. Ich kann das verstehen, weil nichts wird schlimmer überwacht wie Facebook. Ja, der Hamas ist schon seit unser Justizminister Maas ist schon seit geraumer Zeit dran, Facebook unheimlich zu beschneiden. Ja, das ist alles, jeder Post, jeder kritische Kommentar wird in absehbarer Zukunft bei Facebook wahrscheinlich gelöscht, gesperrt und so weiter. Also es wird nicht mehr lange dauern. Da bin ich mir 100% sicher, desto mehr Menschen auf die Straße gehen, desto mehr wird der Staat seine Zähne zeigen. Ja? Die Meinungsfreiheit werden sie uns versuchen noch wegzunehmen. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir einen Finger ziehen, dass wir uns noch mehr zusammenrotten. Das persönliche Gespräch ist unheimlich wichtig. Deswegen
Die Website ist für jeden, der halt das Internet nutzt. Man kann sich dort auf der Website über Aktuelles belesen, aktuelle Veranstaltungen. Worauf ich noch mal kurz hinaus will, wir haben auf die Website die riesengroße Veranstaltung, die jetzt am 27.11. 18 Uhr stattfinden wird in Stolberg, die bereits schon unter der Presse, ja, als größtes Ereignis von 1989, vielen Dank, freie Presse, angepriesen wird. Ja, also danke mal für dieses, ja, haben Sie sich wahrscheinlich mal genauso wenig überlegt wie bei dem anderen Mist, den Sie sonst so zusammenkragen. Genau, da werden wir alles finden, Treffpunkte. Ja, wir werden, es wird ein Startmarsch, gestern zum Kooperationsgespräch haben wir drei Standorte zugewiesen bekommen, aus Sicherheitsgründen nicht mehr, weil die Polizei geht am Stock. Also wir sind höflich gebeten worden, Kooperation zu zeigen, weil sie einfach sonst die Möglichkeit oder nicht die Möglichkeit haben, die Geschichte vernünftig abzusichern. Und ich aber, oder wir als Orga-Team, als Veranstalter, haben, es gibt nichts Wichtigeres, als dass jeder gesund kommt und jeder gesund geht. Also das steht im Vordergrund, deswegen haben wir uns auf jeden Fall darauf eingelassen. Ja? Es wird drei Startpunkte geben, das ist einmal Höheneck, das ist einmal die ADU und das ist einmal die Auerstraße, Kreuzung Zwickauer Straße, die dann runtergeht zum Markt. Das werden die großen Anlaufpunkte sein. Mal ganz kurz, bis jetzt ist die Bewerbung für dieses Ereignis, die Solidarität für dieses Ereignis ist der Wahnsinn. Also es hängt sich jeder mit rein, jeder. Ja, ich rede parteiübergreifend, wird dieses Ereignis beworben. Also das zeigt auch, wie viel anderen daran gelegen ist, dass wir uns endlich einig werden, ja, gemeinsam für unsere Freiheit und für unsere Rechte kämpfen. Aber eins muss ich noch loswerden, bevor ich nochmal dann eine kurze Bitte an euch habe. Also so schnell wie euer Bürgermeister war der Herr Schmidt, ne? Aber er hat es mit Bedacht gemacht. Und zwar, der Bürgerrundetisch stattfinden am 19., das ist der Donnerstag, nächste Woche um 16 Uhr. Und da wird die Gemeinden, die Kirche mit dabei sein, da werden die Stadträte mit dabei sein und drei von uns als Volksvertreter. Übrigens ist euer Thomas mit dabei. Ja, ja, das ist eine feste Größe bei unserem Orga-Team geworden. Da will keiner mal drauf verzichten, da ist so, weiß ich auch nicht, so ein bisschen hoch und guck. Also wenn keiner was weiß, er weiß es. Und ich bin unheimlich froh, dass ich ihn getroffen habe und dass sich so ein zu enges Band entwickelt hat, dass wir so gute Freunde geworden sind. Also, ja, ich will ehrlich sagen, bei euch hier ist es immer schön, es ist eine unheimliche Wärme. Euer Bürgermeister ist euch da nicht ganz, ja, unähnlich. Entweder färbt von euch auf den Bürgermeister ab oder vom Bürgermeister auf euch. Auf jeden Fall seid ihr euch da ziemlich stimmig. Ich fand seine Worte ziemlich gut, richtig gut. Auch, ihr seid damit jetzt der zweite runde Tisch, den es in Deutschland seit 1989 übrigens gibt. Ja? Es ist der erste, also Schöberg war die Nummer 1 und ihr habt den zweiten runden Tisch. Und jetzt gilt es, in allen Gemeinden unseren Bürgermeistern Druck zu machen. Ja? Und natürlich die Gemeinden, die das noch nicht haben, zu unterstützen. Mein letztes Anliegen ist, wir haben am Sonntag, wo ich euch alle wieder herzlich dazu einlade, am Sonntag unsere Veranstaltung auf dem Marktplatz. Die Woche drauf ist der Sonntag, der Totensonntag. Das heißt, ich werde da keine Veranstaltung anmelden. Und ich wollte mal schauen, wie sich so Demokratie lebt. Und deswegen würde ich gerne einfach mal in die Runde reinwerfen. Was würdet ihr davon halten, wenn ich am Sonntag, wenn wir Stolberger und alle, die sich sonst als Teilnehmer auf dem Marktplatz versammeln, wenn wir die Woche drauf am Freitag mit nach Niederdorf zu euch mitrücken? Ist das ein Ja?
Dann werden wir das hier machen. Wir werden nächste Woche, Herr Stolberg wird keine zusätzliche Veranstaltung noch anmelden. Wir werden am Freitag nächste Woche mit zu euch rücken. Und dann machen wir es uns bitte gemütlich und halten uns bitte und sehen zu, dass wir uns, ja, dass wir zusammenrücken. Also ich freue mich da drauf und ja, lasst uns mal bitte gemütlich beisammen sein. Hab vielen Dank. So, danke Jürgen. Etwas Wichtiges, was ich noch sagen wollte, bin vorhin ein bisschen aus dem Konzept gerissen worden, wegen dem Polizeieinsatz gestern. Man muss auch mal sich Folgendes auf der Zunge zergehen lassen. Wegen solchen Mist, der erzählt wurde, sind 4 Polizeifahrzeuge und 10 bis 15 Beamte gefunden worden. Die haben sich selber darüber aufgeregt, dass sie wegen solchen Mist in solchen Ligen gerufen werden. Da zahlt wieder der Steuerzahler. Ich war eigentlich dafür, wenn man einen Notruf missbraucht, müssen auch die dafür zahlen, die eine fälschlicherweise gerufen haben. Da das in dem Fall ist, könnt ihr euch mal selber ausmalen. Die Beamten haben genug zu tun und müssen immer wegen sowas auf die Straße kommen. Gut, dann schaue ich mal, wie immer, auf die Uhr. Wir haben es jetzt 18.52 Uhr. Ich würde sagen, 10 Minuten, raucht noch eine, esst noch eine Wurst, trinkt was, dann sammeln wir uns wieder schön am Graben, dann laufen wir gemütlich los. Wir werden sicherlich wieder ein Gedächtnis halt einlegen auf der Dorfstraße. Alles ruhig und friedlich und bitte tut mir einen Gefallen. Ich kann niemanden dazu zwingen, wenn wir unseren Halt machen, bitte keine Parolen. Die warten nur drauf, dass dort irgendeiner das Falsche pflegt und dann haben wir ein Problem. Versucht die Emotionen im Griff zu halten, das wäre sehr nett. Ansonsten danke, dass ihr da wart und nächste Woche wird hier noch eine Wahlurne stehen. Wir haben selber lange überlegt, machen wir im Dezember Demos oder nicht. Weihnachten, besinnlich, Friedenszeit. Wir stellen eine Wahlurne auf, wir legen auch Zetteln hin. Schreibt einfach mal ja oder nein. Wir wollen nicht jeden Freitag im Dezember machen, aber ich würde mal sagen, ein Freitag im Dezember vor Weihnachten und vielleicht noch eine Veranstaltung zum Jahresabschluss, dass wir uns alle noch einen guten Rutsch wünschen können. Machen wir nächste Woche eine Abstimmung, dann entscheiden einfach die Masse und die Mehrheit, werden wir es dann durchführen oder nicht? Demokratie! Demokratie! So sieht's aus, wir leben es vor. Ich sag dann Bescheid, wenn wir loslaufen. Bis dann.